Hallo Freunde, gut, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier bei uns. Was haben wir für gutes Zeug für euch? Die Originale, den echten Stoff, keine billigen Imitationen. Wir lassen euch nicht hängen, Leute. In den nächsten 3 Stunden geben wir euch die Magie, den Glamour, den Wahnsinn. Verglichen mit Roberto Blanco machen die meisten anderen Tänzer bloß Gymnastik. Wir werden das beweisen. Auf keiner Love Parade der Welt geht es nur halb so heiß ab. Lausiges Lied, da. Ich kenne auch eins. Pass mal auf. Deprimierendes Lied. Aber was soll's? Es trifft den Nagel auf den Kopf. Es gibt viel zu tun. Also packen wir's an, Leute.
Was habt ihr da eben gesungen? Ein Lied, das uns von Herzen kam. Und wieso konntet ihr alle den Text? Habt ihr geübt? Na klar, jeden Donnerstag. Warum er singt? Das Lied ist eigentlich ganz toll, aber ich war leider nicht bei der Probe. We'll be right back.
weiß selbst, dass man als Einzelner in dieser Welt nicht viel zu melden hat. Dabei brauchen wir uns doch nur alle zusammenzutun, dann sind wir ein... jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein gesetzloser Mob? Ja, ich meine, nein. Ich will sagen, wenn wir alle zusammenhalten, dann sind wir eine mächtige Gruppe von Leuten, die alle... zusammenhalten. Was rede ich da für einen Unsinn? Nicht doch, Rocco. Schau, sie hören dir zu. Ich finde, dass man für die Sache, an die man glaubt, kämpfen muss. Und du weißt, was das heißt? Dass jetzt wieder gesungen wird, stimmt's? Mr. Ramsay ist der Präsident des Ortsvereins der amerikanischen Waffenfanatiker. Mr. Ramsay, stimmt die Behauptung, Ihr Verein sei gegen Waffenkontrolle? Waffenkontrolle ist für Babys und Kommunisten. Hören Sie, damit eines ganz klar ist. Waffen bringen niemanden um. Aber ich.
auch scheiße, ihr beiden! Zum Glück hat niemand gesehen, wie ich ihm den Kopfstoß versetzt habe. Mit blutunterlaufenden Augen sackte er vor mir in die Knie und übergab sich. Dann verdrehte er unnatürlich seinen Hals und sank röchelnd zur Seite. Ich schob ihn mit der Einkaufstasche, die er wohl gerne getragen hätte, voll mit seinem Gesicht in die Kotze und räusperte mich kurz, bevor ich ein Liedchen vor mich hinsummend weitertrabte. Ich lebe für Atomraketen. I'm
diesem Stück werde ich manchmal auch der Meister des einhändig gespielten Plektrons genannt, weil das so unwahrscheinlich losgeht. Come on in!